Hallo. Es ist ruhig geworden hier. Der Rasenmäher fuhr hier gerade noch durch. Ich hoffe, er kommt nicht wieder. Und dann können wir heute, wenn ihr Lust habt, eine kleine Qigong-Sequenz machen aus dem Hui Qigong. Qigong mit Hui. Im Qigong nennt man ja dieses Scheitelchakra, was im Yoga das Sahasra genannt wird, Bai Hui. Und in diesem Fall, in dieser Qigong-Form, geht es um die sogenannten drei hohen Sterne oder drei hohe Ziele, nämlich Glück, Gesundheit und langes Leben. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich gehe zuerst aus dem Bild. Wir beginnen diese Form mit einer Meditation. Ihr könnt die Landschaft auf euch wirken lassen oder auch die Augen schließen oder halb schließen, also den Blick etwas nach innen wenden. Und ich führe euch durch diese kleine Meditation, die man auch Wolkenmeditation nennen kann. Ich gehe mal aus dem Bild. Wenn du soweit bist, dann stell dich bequem etwa hüftbreit, die Füße parallel stehend, senke den Blick etwas, schaue etwas nach innen und lass die Gedanken ziehen wie Wolken. Ja, das ist diese ganz klassische Meditation, die Gedanken ziehen wie Wolken. Da gibt es schöne Gedanken, positive Gedanken wie weiße Wolken, Schönwetterwolken. Lass sie ziehen. Dann gibt es auch Sorgen, Probleme, negative Gedanken, Unerledigtes, schwere Gedanken wie dunkle, schwere Wolken. Lass sie auch ziehen und betrachte die Wolken wie deine Gedanken wie Wolken. Lass sie ziehen, ohne sie festzuhalten. Du kannst die Gedanken nicht festhalten, du kannst die Wolken nicht festhalten. Betrachte sie, geh in diesen neutralen Zustand. Man nennt es auch Kontemplation, stilles Betrachten. Wie ein Zuschauer in einem Spiel, wo zwei Parteien spielen. Ja, wenn man so will, die Schwarzen und die Weißen. Und genau, kommen und gehen. Ein wesentlicher Schritt von der Kontemplation zur Meditation ist dann, dass wir die Gedanken nicht mehr, den Blick nicht mehr auf die Wolken richten, sondern auf die Lücke zwischen den Wolken. Das ist dann der Schritt hin zur Gedankenstille. Der blaue Himmel steht dann für die Gedankenstille. Ähnlich wie bei Wellen, wenn die Gedankenwellen zur Ruhe kommen und die Wasseroberfläche glatt spiegelgleich ist, kann man klar sehen. Bei wolkenlosem Himmel, vielleicht auch noch bei Föhn, wie wir das hier im bayerischen Raum kennen wir die Berge sehen. Der Blick geht sehr weit, wird nicht von Wolken getrübt, eingeengt, beschränkt. Manchmal ist es auch etwas diffus, die Wolken sind gar nicht klar getrennt, es ist eine einzige graue Suppe. Und dann suche diese Lücke, diesen blauen Himmel, zwei Gedanken, diese sogenannten Assoziationsketten, die Gedanken hängen aneinander, ein Gedanke folgt dem anderen. Und wie bei einer Fahrradkette gibt es ein Glied, das sich öffnen lässt und so lässt ein Gedanke den anderen los und es entsteht diese Lücke. Heute haben wir hier einen strahlend blauen Himmel, tatsächlich keine einzige Wolke zu sehen. Das ist dann das Symbol für einen wolkenlosen, klaren Himmel im Inneren. Gedankenstille, wir können klar sehen, wir können deutlich wahrnehmen
unsere eigenen Stimmungen, unsere eigenen Energien, das Qi. Und dieses Qi, diese Energie, stellen wir uns jetzt vor wie eine goldene Wolke. Und diese goldene Wolke kommt jetzt über uns, direkt über uns und regnet goldene Energie auf uns herab und durch uns hindurch. Dusche innen und außen in dieser goldenen Energie. Ich hoffe, ihr könnt mich noch gut hören. Ich versuche etwas lauter zu schreien. Wir beginnen mit einer Eingangsübung. Stellen die Füße zunächst zusammen, geschlossen. Öffnen sie dann wieder wie ein V. Füße stehen wie ein V auseinander. Heben die Arme seitlich hoch. Kommen auf die Fußballen, die Fersen in der Luft. Die Handflächen treffen sich über dem Scheitel am Ende der Einatmung und wir kommen wieder zurück auf die Fersen, bringen die Hände vor die Brust gefaltet, mit der Ausatmung wieder einatmen, halten den Atem etwas an und bis sich etwas Druck aufbaut und dann atmen wir kräftig aus. Handflächen schauen nach vorne. Wiederholen. Ein, aus, einatmen tief, halten, durch den Mund mit Geräusch wie eine kleine Explosion, ausatmen, noch einmal. Tief einatmen, halten. Es baut sich Druck auf wie eine kleine Explosion. Und entspannen. Wir stellen die Fersen auseinander, Füße stehen parallel. Erste Übung. Schultern kreisen. Wir nehmen die Hände an die Rückseite der Oberschenkel, rutschen mit den Händen runter in die Kniekehlen. Und über die Schienbeine, Kniescheiben vorne wieder hoch. Fersen wieder in der Luft. Kreisen die Schultern rückwärts ein und aus. Wiederholen. Fersen in der Luft. Und wieder Fersen zum Boden. Schultern kreisen. Drei, viermal. Und nochmal vier Wiederholungen. Die Übungen werden jeweils achtmal wiederholt. Also fast alle Übungen. Vier und nochmal vier. Fünf, sechs. Tiefe Atemzüge. Und letztes Mal. Und entspannen. Zweite Übung, sogenannte, die zweite Übung nennt sich Rückkehr des Frühlings, passt jetzt in die Jahreszeit und ist eigentlich die Schüttelübung. Ihr werdet sehen, wir schütteln uns von innen heraus. Stehen fest am Boden, mit beiden Füßen fest am Boden und beginnen locker, locker, locker zu schütteln. Locker, 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 locker. Let the shaking happen. Lass es einfach geschehen. So etwa, als würdest du durchgeschüttelt werden.
kann man so 1 bis 3 Minuten machen. Tiefer Atemzug. Okay, und spür nach. Man kann hier sehr oft eine prickelnde Energie von innen heraus spüren, etwa wie Kohlensäure, die so prickelt, eine Leichtigkeit. Dann kommen wir zur dritten Übung. Schultern kreisen, diesmal abwechselnd. Wir drehen uns nach links, winken etwas in die Knie, kreisen die rechte Schulter rückwärts und kommen wieder nach vorne und wiederholen zur anderen Seite. Locker in die Knie gehen, linke Schulter nach rechts drehen, wieder nach vorne und wiederholen. So, wir können die Ellbogen etwas anheben. Die Hand in einen weiten Bogen über dem Scheitel. Schöne Dehnung über die Seite. Und noch weit zum Himmel strecken, weit ausholen. Wunderbar. Letztes Mal. Kommen wir wieder nach vorne und zum Abschluss nach 3 Übungen können wir uns auch einmal im sogenannten unteren Dantien sammeln. Es gibt ja im Qigong 3 wichtige Zentren, das ist Kopf, Herz und Bauch, was die Japaner das Hara-Zentrum nennen, das Kraftzentrum. Hier legen wir die Hände eine über die andere, etwas unterhalb vom Nabel. Tiefer Atemzug, entspannen die Arme wieder zur Seite. Und wir kommen zur nächsten Übung, sogenannte Vitalenergie. Wir nehmen die Hände, schauen zueinander wie ein Ball, wie wenn wir einen Ball halten. Ich mache es für euch spiegelverkehrt. Für euch ist die rechte Hand oben, die linke Hand unten. Wir machen einen Schritt nach links. Gleichzeitig wandert die rechte Hand nach unten wie eine Schale. Die linke Hand auf Augenhöhe wie ein Handspiegel. Und wir schauen in die linke Hand hinein. Tiefer Atemzug. Dann beginnen wir eine Faust zu machen, rollen die Finger, ein kleiner Finger, Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger, Daumen darüber, Faust, drehen die Faust nach außen, öffnen die Hand schaut nach außen und wir kommen wieder zurück zur Mitte. Jetzt ist die linke Hand oben, wir halten den Ball und wiederholen nach rechts. Rechte Hand auf Augenhöhe, linke Hand schaut nach oben wie eine Schale unterhalb vom Nabel. Tiefer Atemzug. Wir beginnen die Faust. Kleiner Finger, Ringfinger rollt sich ein, Mittelfinger, Zeigefinger, Daumen darüber, Faust. Drehen die Faust nach außen, öffnen und wiederholen. Balance, zeitlupenartige Bewegung mit viel Ruhe in die Mitte der Hand. Schauen, Finger einrollen zur Faust, drehen, öffnen und wiederholen.
Wenn wir uns wohl damit fühlen, können wir die Übung mit der Atmung verbinden. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, Blick in die Hand. Ausatmen, die Faust. Einatmen, drehen die Faust nach außen. Öffnen und wieder ein Atemzug ein und aus. Das sind im Grunde auch 8 Wiederholungen. Wir wiederholen noch 2-mal. Wir bündeln also hier die Energie mit der Faust. Die Meridianer laufen ja in die Finger. Öffnen sie wieder, lassen sie wieder fließen. Das ist also ein Festhalten der Energie, die in die Finger läuft, durch die Faust. Drehen die Faust nach außen, schicken verbrauchte Energie, kann man sagen, nach außen. Wie einatmen, aufnehmen. Ausatmen, abgeben. Und noch ein letztes Mal. Bündeln. Öffnen. Und kommen zur nächsten Übung. Wir halten wieder den Ball, drehen den Ball zur Seite. Von links kommend ist die linke Hand oben, von rechts kommend ist die rechte Hand oben. Mit dem Ball spielen. Das machen wir jetzt noch ein letztes Mal. Und jetzt kommt etwas dazu, und zwar Ball werfen. Von euch aus gesehen habt ihr jetzt die rechte Hand oben, die linke Hand unten. Wir halten den Ball. Machen einen Schritt nach links hinten. Die vorderen Zehen können auch etwas angehoben sein. Wir halten den Ball hier, als würden wir ihn werfen und fangen ihn wieder. Nach rechts hinten. Den Ball werfen und wieder fangen. Noch 2-mal. Wieder Seite, letztes Mal. Genau. Dann können wir den Ball einmal nehmen, ihn heben. Das Qi heben, wieder senken. Wir sammeln, halten einen großen Ball und drücken, legen die Hände, drücken uns diesen Ball, diese Energie auf den Bauch, legen eine Hand über die andere auf den Unterbauch.
Man sagt im Qigong, dass die Männer haben die rechte Hand oben, die Frauen haben die linke Hand oben. Wir machen noch eine letzte Übung von diesem ersten Teil. Ihr könnt dann gerne noch eine Fortsetzung davon mitmachen. Wir machen die Übungssequenzen etwa eine halbe Stunde, haben also noch ein paar Minuten. Für die letzte Übung nehmen wir die Füße stehen zusammen, die Hände stützen wir auf die Hüften, atmen tief ein, strecken uns, ziehen den Bauch etwas ein. Mit der Ausatmung entspannen wir die Ausatmung, gehen wir in die Knie, entspannen den Bauch, einatmen, strecken, hier Energie von unten nach oben ziehen. Die Übung heißt Yin-Pumpen, also Erdenergie saugen, wie eine Spritze aufziehen oder eine Pumpe. Bauch flach beim Einatmen strecken, Hände auf die Hüften und wieder die Knie beugen. Einatmen, strecken, Bauch flach, Beckenboden angespannt und entspannen. Yin pumpen, also Erdenergie von unten nach oben ziehen. Ein, ausatmen. Stell dir vor, du saugst Energie von unten nach oben auf. Brustkorb angehoben, Schultern nach unten, Hände auf die Hüften. Noch zweimal. Und mit einer letzten Ausatmung entspannen und komme wieder einen Schritt, die Füße parallel zur Seite. Abschließend heben wir die Arme dreimal zur Seite nach oben mit der Einatmung und nach vorne die Arme senken, ausatmen. Der Blick geht dabei nach oben, die Zungenspitze zum Gaumen. Der Blick geht nach vorne, nach unten mit der Ausatmung. Die Zungenspitze löst sich vom Gaumen. Letztes Mal tiefer atmen. Und schließlich stellen wir die Füße wieder zusammen und sammeln uns wieder im Unterbauch, eine Hand auf die andere. Männer haben die rechte Hand oben, linke die Frauen. Die Frauen haben die linke Hand oben. Du kannst hier auch eine Minute innehalten, die Handflächen zusammen. Und entspann die Hände. Ja, das war mal der erste Teil von den sogenannten Hui Chung Gong Übungen, die eine Münchnerin nach München gebracht hat. Es gibt von Monika Hackl Bücher über diese Qigong Form. Es heißt, dass diese Qigong Form von den chinesischen Kaisern praktiziert wurde teilweise, da sie festgestellt haben, dass die Mönche in diesem Kloster, wo diese Form praktiziert wurde, sehr lange gelebt haben und sehr gut drauf waren. Deswegen, vielleicht habt ihr Lust, den zweiten Teil mitzumachen. Wir machen die Videos immer nur eine halbe Stunde. Deswegen im zweiten Teil, dann geht es weiter.
Würde mich freuen, euch dort wiederzusehen.